Ja, aber einer darf nur von oben zuschauen. Jochen Kienz, Mannheims sportlicher Leiter. 2 Spiele Innenraumverbot vom DFB nach seinem Fehlverhalten auf dem Betzenberg. Außerdem muss er 2000 Euro Strafe zahlen. Die Atmosphäre im Karl-Benz-Stadion bei den Fans aber glänzend, top äußere Bedingungen. Die Stimmung wie so oft bestens. Nach dem zurlosen Derby wechselt Patrick Löckner einmal. Kostli spielt für Sommer hinten rechts, Waldhof in Blau-Schwarz von rechts nach links. Erste Ecke aber von Halle, von den Gästen in Rot. Und Bacci mit dem ersten zarten Annäherungsversuch ans Waldhof-Tor. Ansonsten bei Florian Schnorrenberg, Halles Trainer, große Sorgen. Topstürmer Beuth rot gesperrt. Zuletzt hat sich Neuzugang Löhmannsröben gegen Zwickau schwer verletzt. Und auch deshalb vielleicht Waldhof besser drin in der Partie zu Beginn. Das Mittelfeld schnell überbrückt Le Beau auf Schnatterer. Schnatterer sieht Martinovic Müller. Waldhof klopft an und macht hier ordentlich Betrieb nach 4 Minuten, weil sie gut umschalten und auch Marc Schnatterer im linken Fuß ganz viel Gefühl hat. Gute Ballannahme Martinovic, aber dann ist der Winkel auch extrem spitz. Sven Müller, Halles Keeper, macht sich breit. Die anschließende Ecke und Marc Schnatterer bleibt direkt mal am Regieknopf. Schnatterer, Kostli, der ist drauf! In höchster Not. Marcel Kostli nicht nur auf dem Flügel, sondern auch per Kopf bislang ganz scharf unterwegs. Aber Derstroff steht genau richtig, rettet für den schon geschlagenen Keeper Müller. Mannheim zieht die Zügel jetzt extrem eng. Kostli von Landgraf nur per Bodycheck zu stoppen. Und wieder ist es Marc Schnatterer mit extrem viel Aktionen zu Beginn der Partie. Schnatterer Müller! Wieder nicht schlecht aufs lange Eck gezogen. Mannheim hat hier ganz klar die Hosen an. 6. Minute erst. Es hagelt Chancen und die Kurpfälzer haben hier richtig Lust zu kicken. Höge auf Boyamba, wieder Müller. Extreme Spielfreude, extrem kreativ. Anders als gegen Kaiserslautern. Höger der Neuzugang, richtig stark auf Boyamba. 159 Bundesligaspiele, Marco Höger. Die sieht man hier an diesem Pass. Einzig, was fehlt, ist der erste Treffer. Viertelstunde rum und das Duell 7. gegen 6. ist ungleich jetzt, denn Mannheim deutlich besser. Boyamba sieht Martinovic. Sternberg, was macht Niedfelder? Martinovic, Dankeschön! 1:0 Dominik Martinovic. Er trifft im dritten Heimspiel in Folge und kein Tor war so einfach wie dieses hier. Denn Halles Defensive ist sich hier überhaupt nicht einig. Sternberg macht das noch okay auf Niedfeld, aber der dann viel zu lasch Richtung Keeper Müller. Martinovic ist aufmerksam und macht das dann souverän. Mannheims Kollektiv funktioniert und auch Patrick Löckner, der Trainer, dürfte mit der Anfangsviertelstunde richtig zufrieden sein. Wer sich fragt, warum ist Derstroff da auf dem Boden liegen geblieben vor dem Tor? Beim Eckball zuvor, im Zweikampf. Mit Segert hat er sich verletzt. Schiedsrichter Waschitzki hatte nicht unterbrochen. Daher kein Vorwurf an die Mannheimer, hier weiterzuspielen. Von Halle kommt erschreckend wenig. Zuletzt 3 Unentschieden in Folge. Das ist Herzog. Darf mal ein bisschen spazieren gehen, Scherbakowski, Rums, 1:1. Aus dem berühmten Nichts, mitten ins Mannheimer Herz, 22. Minute. Die Anfahrt aus Sachsen-Anhalt hat sich allein wegen dieses Treffers schon gelohnt. Jan Scherbakowski, aus der Hertha-Jugend gekommen, hat auch mit 20 Jahren schon ordentlich Wumms dahinter. Mannheim ohne Zugriff, greift hier nicht an. Und Königsmann für mich ohne Chance, der Ball dreht sich noch ganz fies weg. Der Schock für Waldhof, aber die Gastgeber zeigen sich unbeeindruckt. Marco Höger, toller Antreiber, macht das Spiel hier breit auf. Schnatterer, der traut sich mal ins 1 gegen 1, das will Patrick Löckner sehen.
28. Minute. Nicht wie gegen Lautern behäbig, sondern zielgerichtet. Zwei Minuten später, Freistoßschnatterer Martinovic. Nächste Chance, aber wieder ein Hallenser dazwischen. In dem Fall das Schienbein von Eberwein. Halle wehrt sich mit Mühe, aber dann Ballgewinn Schnatterer. Le Beau im Duell gegen den Ex-Lauterer Jannik Sternberg. Ganz easy vorbei. Le Beau, er sieht Boyamba, Boyamba, bam! 2-1, jetzt aber. Und wie verdient das ist. 34. Minute und die Party in den eigenen vier Wänden ist Mannheims Fans am liebsten. Drittes Saisontor Josef Boyamba, entscheidend aber vorher Schnatterers Pressing. Luxt Scherbakowski die Kugel ab und dann Le Beau. Oh la la, kann man da nur sagen, der Neuzugang aus Straßburg. Ein echter Diamant, sieht dann noch Boyamba und der jagt den unter den Giebel. Aber Halle steht nicht umsonst auf Platz 6. Es kommt wenig, aber wenn, dann wird's gefährlich, weil Mannheim auch einlädt. Budgie macht er gut, aber dann hat Titsch Rivero freie Fahrt, Aufsetzer Königsmann behält die Ruhe. Wenn Mannheim Schwächen zeigt, dann im Angriffsverhalten vor dem 16er. Titsch Rivero hier mit viel zu viel Platz, Königsmann bereinigt. Mannheim, 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen, macht weiter Dampf. Vor allem auch durch Marcel Kostli. Rechts und links zu finden, feine Finte. Richtung Martinovic, erstmal geklärt. Sagiri, gute Bewegung. Hamza, Sagiri! Fällt noch auf die Latte vom defensiven Mittelfeldmann dieser Versuch. Noch entscheidend abgefälscht, daher nimmt er diese krumme Flugkurve. Und dann ist Halbzeit. Nur 2-1, muss man sagen, Partystimmung bei den Fans. Denn es ist große Kunst, die ihr Team hier bislang im Karl-Benz-Stadion präsentiert. Aber wie gesagt, nur ein Tor Vorsprung. Und Halle direkt nach der Halbzeit mit dieser Ecke. Budgie und Königsmann! Wahnsinnsreaktion! Kebba Budgie aus dem Rückraum verlangt Königsmann hier alles ab. Der Versuch scharf und dann noch verdeckt. Aber Königsmann mit überragender Reaktion. Danach nimmt sich die Partie mal fast zwangsläufig eine Verschnaufspause. Mannheim, wenn dann über Konter gefährlich. Boyamba schickt Martinovic im Laufduell mit dem eingewechselten Carsten Hofer. Boyamba und dann spielen sie sich sauber aus, das muss Patrick Löckner an die Nerven gehen, denn seine Mannschaft stellt einfach die 2-Tore-Führung nicht her. Deswegen bleibt's spannend. Aber auch Halle mit Unsauberkeiten. Sagiri wunderschön auf Boyamba, kein Abseits. Boyamba zum zweiten und wieder Sven Müller. Mannheim verschleudert Chancen, wie hier Boyamba zweifach und Halle auf der anderen Seite bleibt latent gefährlich. Das ist der eingewechselte Griebsch. Verlat direkt in die Füße von Bierschenk. Königsmann wischt den Nächsten vor der Linie weg. Eine ganz starke Partie von Timo Königsmann, wie er dennoch aus dem kurzen Eck holt. Intensive Phase jetzt für beide Trainer. 5 Minuten noch und es geht auf und ab. Wieder Mannheim. Schöne Kombination zwischen Martinovic und Boyamba. Martinovic gegen Griebsch. Der ist erst 17 und der Youngster zahlt Lehrgeld. Kriegen sie jetzt den Deckel drauf. Martinovic, Sagiri! Gibt's nicht. Nicht zu glauben, dass er dieses Ding auslässt. Hamza Sagiri, mustergültig. Der Lieferservice, einzig. Der Genuss fehlt am Ende. Sagiri mit dem linken rechts vorbei. Sagiri.
6 Minuten gibt es obendrauf. Mannheims Fans singen den Abpfiff herbei. Und die Bestrafung für die ausgelassenen Chancen, die gibt's nicht mehr. Denn es passiert nichts mehr. Ein klar verdientes 2:1. Mannheim zittert zwar bis zum Schluss, aber das Gefühl beim Trainer ist ein gutes. Wichtig ist immer, dass die Mannschaft weiß, dass der Weg richtig ist, den wir einschlagen, und dass sie an den Fußball, den wir spielen, glaubt. Und das macht sie. Und von daher habe ich immer wieder ein gutes Gefühl, wenn ich die Jungs auf dem Platz aufstelle. Großen Anteil am Sieg hatte auch vor allem Timo Königsmann. Mannheims Keeper bewahrte sein Team teils überragend vor dem Unentschieden. Ja gut, am Ende stehe ich dafür im Tor, dass ich die auch mal halte. Und ja, ich bin natürlich froh, dass ich der Mannschaft dann so helfen kann, auf die Art und Weise. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir es dann aber als Mannschaft gewuppt haben. 13 Punkte aus den letzten 6 Partien läuft doch Mannheim tritzig in der Spitzengruppe der dritten Liga fest.